Nun rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 24, die Große Anfrage der Abg. Alex Decker-Degen, Di Benedetto, Geis, Gnadl, Hartmann, Hofmeier, Merz, Quanz, Roth, Dr. Sommer, Yüksel und Fraktion betreffend Umsetzung des Sprachförderprogramms Integration durch Abschluss und Anschluss INTA in Hessen, Drucksache 19/5100 zu Drucksache 19/4466, vereinbarte Redezeit in 10 Minuten. Das Wort hat Herr Abg. Degen für die SPD-Fraktion. Bitte schön. Ein guter Vorschlag, Herr Boddenberg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das passt thematisch ganz gut, weil ohne Schulabschluss ist das auch mit der Ausbildung im Nachgang schwierig. Deswegen freue ich mich, hier jetzt zu reden zu dürfen. Ich will auch zwei Vorbemerkungen noch machen. Kollege Schwarz hatte, glaube ich, vorhin ja meine Kritik an der Landesregierung missverstanden als Kritik an den Lehrkräften und den Schulen. Das war ausdrücklich nicht so gemeint, Herr Kollege Schwarz. Deswegen will ich auch zu diesem Punkt deutlich sagen, dass ich die Antwort des Ministers auf Frage 23 ausdrücklich teile, nämlich den Satz, die beruflichen Schulen haben seit der Einführung der Intensivklassen an beruflichen Schulen Großartiges geleistet. Das unterstreiche ich ausdrücklich. Ich ergänze das allerdings um den Nachsatz im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der zur Verfügung gestellten Ressourcen. Weil darum geht es hier in dieser Großen Anfrage. Ich will eine zweite Vorbemerkung machen. Natürlich ist Sprachförderung und gerade das Erlernen der deutschen Sprache ganz wesentlich für den weiteren Bildungserfolg und die Integration überhaupt. Das ist gar keine Frage. Allerdings will ich auch deutlich machen, dass nicht nur die Sprachförderung dafür wesentlich ist für die Integration. Es ist genauso notwendig, dass die politische Bildung das Zurechtfinden mit Alltagsregeln eine Rolle spielt und genauso wie auch, um es an einem praktischen Beispiel deutlich zu machen, der Schwimmunterricht, der leider in der Antwort auf Frage 34 in Bezug auf die beruflichen Schulen als nicht gewährleistet hier geantwortet wird, meine Damen und Herren. Noch einmal aber für alle, die sich mit INTA nicht so gut auskennen, der Begriff ist meines Wissens erstmals 2015 geprägt worden und stand damals, wenn ich hier die Mitteilung des Kultusministeriums vom Mai 2015 mir richtig anschaue, für Integration und Abschluss. Durch Integration und Abschluss zum beruflichen Erfolg, meine Damen und Herren, auch ganz richtig, weil eben mit dem Abschluss es erst auch später weiter klappt. Jetzt ist aber irgendwann, und Herr Minister, vielleicht können Sie das noch einmal erläutern, irgendwann gab es da wohl eine Änderung, die nicht so öffentlichkeitswirksam inszeniert wurde wie der Start von INTA. Nämlich inzwischen heißt das Ganze nicht mehr Integration und Abschluss, sondern es heißt Integration durch Abschluss und Anschluss. Und in einer Antwort auf Frage 65 erläutert der Minister auch deutlich, dass das ganze Programm jetzt ja viel mehr Anschluss als Abschluss bezogen ist. Da frage ich mich doch, meine Damen und Herren, woher kommt das? Ich habe eine Vermutung, und die hat etwas damit zu tun, mit der Frage, mündlichen Frage, die der Kollege Frankenberger im Septemberplenum gestellt hat. Da ging es nämlich um die Frage, wie viele der Schülerinnen und Schüler in INTA haben jetzt zum letzten Sommer einen Hauptschulabschluss erreicht. Da war die Antwort, das seien 422. Kollege Frankenberger hat aber auch gefragt, und ihm wurde die Antwort darauf zugesichert, dass man das nachreiche. Bisher ist sie nicht eingetroffen. Dass die Frage nach der Durchfallquote, das heißt die Frage, wie viele haben es denn nicht geschafft, das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um zu bewerten, wie erfolgreich auch INTA nun einmal ist. Jetzt habe ich in der Antwort auf die Große Anfrage gefunden, dass der Minister Antwort auf Frage 79 schreibt, er hat damit gerechnet zum Zeitpunkt der Beantwortung, dass im Sommer 2017 2.200 Schülerinnen und Schüler INTA verlassen, meine Damen und Herren. Jetzt ist meine Schulzeit ein bisschen zurück, aber die Rechnung 2.200 minus 422 bekomme ich noch hin, sind 1.778. Ich bitte um Aufklärung, Herr Minister, was ist aus diesen Schülerinnen und Schülern geworden? Welche Möglichkeiten erhalten diese, einen Schulabschluss zu machen? Welche Perspektiven haben diese jungen Leute für ihre Zukunft? Vielleicht springen die Grünen ein. Ich will mal zu den Lernbedingungen kommen und weiter mich auf die Große Anfrage hier beziehen. Ich komme mal zu Frage 6.
Auch da geht es jetzt um Lernbedingungen. Kollege May ist auch wieder im Saal. Das freut mich, lieber Daniel. Weil das ist gut. Weil, Herr Kollege May, Sie haben vorhin zum Thema der Belastung sehr deutlich hier an dieser Stelle hervorgehoben, wie sich die Klassengrößen verbessert haben die letzten Jahre. Das ist ja im Schnitt auch insgesamt, will ich das gar nicht infrage stellen. Aber was sagen Sie denn, Herr Kollege May, was sagen Sie denn dazu? Das ist ja wieder nur ein statistisches Mittel, was Sie genannt haben. Was sagen Sie denn dazu, dass die Klassengröße bei InteA sich vom September 2015 von 11,5 zum April 2017 auf 17,4 erhöht hat, meine Damen und Herren. Das ist ein deutlicher Zuwachs, und das sind sicherlich keine besseren Lernbedingungen als damals. Und jetzt geht es da ja nun wirklich um Integration. Da wissen wir alle, da sind nicht nur Lehrkräfte gefragt, das braucht auch Sozialpädagogen. In Hessen ist es so, dass das Ganze, ich weiß nicht, wie viele Sozialpädagogen gibt es denn pro Klasse? Naja, 0,2. Es gibt ganze 0,2 Stellen pro, theoretisch, wenn man die Leute hat, pro InteA-Klasse. Auch das ist recht dürftig, meine Damen und Herren. In Hamburg sind es übrigens 0,5. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich sage, ich fordere hier mehr Sozialpädagogen und überhaupt auch vielleicht kleinere Klassengrößen. Herr Kollege Wagner, Sie haben ja auch vorhin gesagt, die SPD muss ja auch sagen, wo sie das hernehmen will. Jetzt haben Sie sicherlich auch den Haushaltsplan gelesen oder haben sich informieren lassen, was da auch in der kursorischen Lesung war. Wir haben ja gerade im Produkt der Migrantenförderung hunderte Stellen in diesem Jahr, die gar nicht verausgabt wurden. Das heißt, da ist ja ausreichend Stellen und Personal ist da, die man hätte nutzen können, um hier die Lernbedingungen deutlich zu verbessern, damit mehr junge Leute einen Abschluss machen können, meine Damen und Herren. Und ich muss sagen, Herr Minister, nicht wirklich angemessen fand ich in Bezug auf die Klassengröße den Hinweis auf die Hetti-Studie. Hetti-Studie ist auch eine statistische Studie, die Umfragen ausgewertet hat, die sich sicherlich nicht in ihrer Bewertung auf Flüchtlingsklassen bezogen hat. Zu sagen, und das steht so in der Antwort drin, dass die Klassengröße einen relativ geringen Einfluss auf die Lernleistung hätte, meine Damen und Herren. Das wage ich doch in diesem Fall wirklich zu bezweifeln und eine Antwort, die mich eher traurig stimmt, meine Damen und Herren. Wir reden hier von jungen Geflüchteten, die oft traumatisiert sind, die unter dem Verlust oder der Trennung von Eltern und Familie leiden, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und dazu noch alle unterschiedlichen Muttersprachen. Wir haben hier sehr extrem heterogene Lernvoraussetzungen. Ich glaube schon, dass die Klassengröße hier ein wesentlicher Schlüssel ist, um gute Lernvoraussetzungen zu schaffen. Und ich will gar nicht davon sprechen, wenn ich über die Belastungen dabei ohnehin rede, von der Gefahr der drohenden Abschiebungen in Krisen- und Kriegsregionen. Ich habe mich selbst mit solchen InteA-Schülerinnen und Schülern unterhalten. Das ist schon ziemlich schwierig für die, wenn die sich auf ihr Lernen konzentrieren sollen und solch einen Brief bekommen. Damit, meine Damen und Herren, kann man das Lernen von jungen Leuten auch torpedieren. So ein anderes Problem ist natürlich der Lehrermangel. Auch der ist ja nicht nur an Grund- und Förderschulen der Fall. Der ist genauso sehr hart im Bereich der InteA-Klassen und überhaupt an beruflichen Schulen. Eine Schule hier aus Wiesbaden hat dazu gesagt, dieses Schuljahr, das aktuelle, da ist die Stundenplangestaltung sehr schwierig. Lehrerinnen und Lehrer fehlen, von DATS-Lehrkräften ganz zu schweigen. Das, meine Damen und Herren, sind die Rahmenbedingungen an den Schulen. Und ich muss an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, es wird ja immer gefragt, welche Konzepte hat die SPD. Wir haben schon vor 3 Jahren haben wir hier einen Antrag eingebracht, das Modul Deutsch als Zweitsprache verpflichtend zu machen für die Lehrerausbildung. Das wurde damals abgelehnt, wurde als unnötig. Meine Damen und Herren, hätten Sie damals unserem Vorschlag gefolgt, stünden wir heute besser da. Und wenn ich schon bei Konzepten bin, wir haben auch, das ist auch schon eine Weile her, aber hier in dieser Wahlperiode einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das Schulbesuchsrecht für Geflüchtete, für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die oft gebrochene Bildungsbiografien haben, auf 27 Jahre zu erhöhen, damit sie eben diese schulischen Bildungschancen haben, die ihnen versagt werden, meine Damen und Herren. Wir haben Konzepte vorgelegt, aber die Mehrheit hier im Haus hat sie abgelehnt. Wir bleiben bei unserer Forderung nach einer Erhöhung des Schulbesuchsrechts, der Schulbesuchsdauer für diese Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Ich will das noch ergänzen.
Junge Menschen benötigen zum Lernen einen gesicherten Status und vor allem eine realistische Perspektive in unserem Land. Wir müssen diese jungen Leute fördern, in der Sprache, aber eben nicht nur. Und das muss über die Dauer von 2 Jahren hinausgehen. Wir müssen mit einer erweiterten sozialpädagogischen und auch schulpsychologischen Begleitung müssen diese Maßnahmen verknüpft sein. Auf die Stellen dazu bin ich schon eingegangen. Und, meine Damen und Herren, wir müssen endlich die Lehrerausbildung anpassen. Neben Deutsch als Zweitsprache betrifft das genauso den sprachsensiblen Fachunterricht. Denn das ist ja auch kein Phänomen, das wir nur an den beruflichen Schulen in Intia haben. Das wird uns künftig bei der hohen Mobilität der Menschen einfach noch zukünftig viel, viel mehr beschäftigen, dass, egal ob aus Fernländern oder aus dem EU-Ausland, Schüler bei uns sind, die andere Sprachen sprechen. Sie müssen endlich die Lehrerausbildung anpassen und hier für mehr Zeit für die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung sorgen, meine Damen und Herren. Und 2 Punkte noch. Wir müssen die Frage des externen Hauptschulabschlusses überprüfen. Auch das macht Hamburg anders, dass man nicht nach dem Besuch in Intia an der beruflichen Schule einen externen Abschluss unter gesonderten Bedingungen ablegen muss, sondern eben wirklich im Rahmen der ohnehin Prüfungen an der beruflichen Schule. Und allerletzter Punkt. Ich glaube, es ist notwendig, dass Intia wirklich ordentlich auch mal evaluiert wird. Auf unsere Fragen wird nur verwiesen auf die Teilnahme am deutschen Sprachdiplom. Ich halte das für etwas dürftig und fordere hier eine wirkliche, echte Evaluierung dieses Programms, meine Damen und Herren. Ich glaube, so können wir zurückkommen zu Integration und Abschluss und nicht nur zum Anschluss, meine Damen und Herren. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Greilich für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Vorbemerkung des Kultusministers zu der Beantwortung der Anfrage ist davon die Rede, dass erstens die Hessische Landesregierung vorausschauend das schulische Gesamtsprachförderkonzept zur durchgängigen Sprachförderung um Intia erweitert hat. Das heißt dann weiter, zweitens, dabei gewährte die Landesregierung den beruflichen Schulen in der Umsetzung von Intia einen höchstmöglichen Grad an Flexibilität und bietet gleichzeitig zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, schön wär's. Das ist in der Tat ein Stück Selbstbeweihräucherung, aber nichts davon ist wirklich zutreffend. Von vorausschauendem Handeln konnte bei der Beschulung von Seiteneinsteigern kaum die Rede sein. Vor 2,5 Jahren, ich habe das einmal herausgesucht, in unserer Pressemitteilung vom 19. Mai 2015 haben wir zutreffend darauf hingewiesen, Intia bringt nichts Neues und vor allem nicht die dringend notwendige Förderung von jungen Flüchtlingen bis 21 Jahre. Kollege Degen hat die Forderung nach 27 aufgegriffen. Wir hätten uns da sicher verständigen können. Aber dass mit 18 nicht Schluss sein darf, ich glaube, das ist eindeutig. Das heißt dann an Sie ist dann in unserer Pressemitteilung weiter, sämtliche Maßnahmen im Mai 2015, die jetzt vollmundig als neues Programm verkauft werden, wurden schon von Kultusministerin Nicola Beer entwickelt und mit ihrem Staatssekretär Lorz als Modellversuch an 3 Schulen gestartet. Das einzig Bemerkenswerte daran ist, dass die Landesregierung, wie vorgesehen, diese Modellversuche nach 1 Jahr jetzt auf ganz Hessen ausdehnt. Das war im Mai 2015. Das ist Intia. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist vielerorts, und da hat Kollege Degen auch schon zutreffend darauf hingewiesen, allein den handelnden Lehrkräften und Schulleitungen zu verdanken, dass die Kinder und Jugendlichen schnellstmöglich in den Schulen aufgenommen wurden, dass man nicht an kreativen Ideen sparte. Ich muss sagen, bedauerlicherweise, und das ist die Rückmeldung, die man aus den Schulen bekommt, dieser Ideenreichtum, diesen Tatendrang, den vermisst man beim Kultusministerium. Wer das sagt, ich trage es hier vor, weil es aus den Schulen rückgemeldet wird. Das scheint so zu sein, als ob man andere Schulen besucht, Herr Kollege Boddenberg. Gehen Sie doch einmal mit mir auf Tour, und dann können wir das einmal gemeinsam begutachten. Deswegen
Es ist absolut zu bezweifeln, dass die beteiligten Schulen ihrer Einschätzung beistehen. Sie werden die nicht unwidersprochen so stehen lassen. Denn gerade, und das ist das Problem, Herr Kollege Boddenberg, gerade die starren Regeln und die Inflexibilität sind Kritikpunkte am Kultusministerium und an den dort zuständigen Verantwortlichen. Ein Beispiel ist das bereits erwähnte Festhalten, das Festhalten an der strikten Altersgrenze, das wir hier bereits mehrfach kritisiert und thematisiert haben. Und Sie können monatlich zahlen, Sie können, Herr Kollege Schwarz, Sie können monatlich so viel Zahlen hin und her drehen, wie Sie wollen. Das Entscheidende ist, dass Sie den Schulen die Freiheit und die Ressourcen geben müssen, um monatlich und täglich auf die Herausforderungen zu reagieren, die dort aufschlagen. Das ist der entscheidende Punkt. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur bei der strikten Altersgrenze, sondern gerade auch wenn es um die Flexibilität geht, dann ist diese Landesregierung alles andere als kompromissbereit, alles andere als bereit, auf die Forderungen der Schulen einzugehen. In Frage 7 der Anfrage bzw. der Antwort dazu wird beschrieben, die Praxis zur Ermittlung der Schülerzahlen bei InteA-Klassen zur Einrichtung von Alphabetisierungsklassen. Es gibt für jede vierte InteA-Gruppe eine Alphabetisierungsgruppe mit Absenkung des Klassenteilers. Auch das haben wir bereits mehrfach beanstandet, da Sie in der Tat den tatsächlichen Bedarf überhaupt nicht berücksichtigen. Es ist eben nicht so starr, dass man sagen kann, für jeden Vierten brauchen wir das, sondern Sie müssen dem tatsächlichen Bedarf, der vor Ort festgestellt und festzustellen ist, Rechnung tragen und nicht zu viel zu späten Zeitpunkten auf Alphabetisierungsbedarfe reagieren. Deswegen brauchen die Schulen die Freiheit, dass die entscheiden, wann etwas geschieht. Ich will noch einmal in diesem Zusammenhang die Antwort auf Frage 8, die darauf Bezug nimmt, zitieren. Hier heißt es, auf diese Weise wird hier den Anforderungen an Lerngruppen mit besonders hohem Förderbedarf Rechnung getragen. Die Festsetzung dieser Grenzen wurde unter Abwägung von fachlichen und pädagogischen Aspekten sowie von Ressourcenfragen so gewählt, dass einerseits eine Beschulung aller Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger der primären Zielgruppe der Intensivsprachmaßnahme InteA ermöglicht werden kann und andererseits die Vereinbarung des Hessischen Aktionsplans zur Integration umgesetzt werden können, ohne dabei einen möglichst flexiblen Umgang mit stark heterogenen Lerngruppen zu gefährden. Schön, wenn es denn so wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht wäre es ratsam, nicht nur einen Flüchtlingsbeirat zu berufen, sondern auch bei den fachlichen und pädagogischen Aspekten auf die Praktika aus den Schulen zu hören, die die Regelungen für nicht ausreichend und für realitätsfremd empfinden. Nicht umsonst haben wir vor Längerem schon die Kleine Anfrage, Drucksache Nummer 4797 aus dieser Wahlperiode, betreffend InteA und Alphabetisierungsklassen gestellt. Das war verbunden mit der Hoffnung, dass die Bedenken und Kritikpunkte einmal aufgenommen werden. Leider, wie so oft, war die Hoffnung vergeblich. Die Begründung, die die Landesregierung gibt zur Überschreitung des Klassenteilers, ist von den Schulen nur begrenzt nachzuvollziehen. Ich will das hier jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Wenn es z.B. um die Frage geht, den Klassenteiler hochzusetzen, dann heißt es hier in der Antwort, in diesen Einzelfällen sei das so, dass es im Rahmen einer effizienten Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen erforderlich sei, die Schülerinnen und Schüler anderen InteA-Standorten zuzuordnen. Meine Damen und Herren, das ist das Fördern von Schülertourismus bei den Schülern, die besonders darunter leiden, wenn sie ständig im Wechsel ausgesetzt werden. Diese Schüler sind im Wesentlichen welche mit ganz besonderem Förderbedarf. Wir reden da in anderem Zusammenhang immer wieder davon. Sie sind traumatisiert und haben teilweise äußerst schwere, gebrochene Bildungsgänge hinter sich. Nicht nur Bildungsgänge, sondern Lebensläufe. Deswegen ist das genau die falsche Reaktion. Ich hatte schon gesagt, deutlich ist, dass InteA vom starken Engagement der einzelnen Schulen lebt, dass dort die Unterstützung sein müssen. Dazu zählt auch die Unterstützung beim Übergang zwischen Schule und Ausbildung, der auch für viele noch einmal eine besondere Herausforderung darstellt. Ich habe gerade gelesen, es sind wohl 32%, die in der Tat den Übergang geschafft haben. Insofern kein Wunder, wenn Sie jetzt auch den Namen Ihres Programms ändern, nicht etwa die Notwendigkeiten, den
Zielen anpassen, sondern einfach jetzt mal die Ziele reduzieren und das auch im Namen des Programms unterbringen. Das funktioniert offensichtlich nicht, weil Sie auch die Arbeit in multiprofessionellen Teams zwar erwähnen, als notwendig herausstellen, aber nicht im ausreichenden Maße fördern. Das Thema des Einsatzes von Sozialpädagogen, 0,2 sozialpädagogische Stellenanteile pro Interklassen, wurde von Herrn Degen bereits erwähnt. Das ist schlichtweg zu wenig. Die Krönung ist es, dass Sie jetzt noch dafür sorgen, dass das leer läuft. Sie stellen die Stellen bereit, aber durch Ihre angekündigte Maßnahme, 700 Sozialpädagogen für die allgemeinbildenden Schulen einzustellen, so schön wie das wäre, Sie werden die 700 nicht kriegen. Und was wird das Erste sein? Ich vermeide das Wort prekär, weil ich das für falsch halte, aber die befristet und nicht im Beamtenverhältnis beschäftigten Sozialpädagogen, die z.B. in den TEA-Klassen eingesetzt sind, werden natürlich sofort die Gelegenheit nutzen, sich anderweitig zu bewerben. Damit kannibalisieren Sie genau dieses System. Meine Damen und Herren, was wir prinzipiell benötigen, was die Schulen benötigen, ist ein deutliches Mehr an Flexibilität und Freiheit in der Organisation. Der Kontrollwahn des Kultusministeriums, dass jeder einzelnen Stundenverwendung nachsteigt, schadet in dieser Arbeit ganz eindeutig. Deswegen kann ich abschließend nur sagen, bei den besonderen Belastungen und Herausforderungen, bei den posttraumatischen Belastungsstörungen etc. hilft eben nicht der Verweis auf einen Zahlenschlüssel, sondern es bedarf dann konkreter Maßnahmen, die nicht zu lange warten dürfen. Auch hier muss die Landesregierung endlich das Schneckentempo hinter sich lassen und einen Gang zulegen. Lassen Sie mich das als letzten Satz sagen. Insgesamt gilt hier ganz besonders die Forderung, in Anlehnung an die Formulierung der Forderung an König Philipp II. Von Spanien in Schillers Drama Don Carlos, geben Sie Gestaltungsfreiheit hier. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Klein für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Große Anfrage der SPD-Fraktion zum Intensivsprachförderprogramm InteA mit ihren 80 Fragen und den dazugehörenden Antworten zeigt eindrucksvoll, dass die Hessische Landesregierung frühzeitig und sehr klug und vorausschauend, Herr Kollege Greilich, vorausschauend auf den immens hohen Anteil jugendlicher Migranten reagiert hat, die im Jahr 2015 in unser Land gekommen sind. Bereits zum Schuljahresbeginn 2015/2016 wurde das schulische Sprachförderkonzept zur durchgängigen Sprachförderung um den Baustein der Intensivklassen an beruflichen Schulen erweitert. Diese Intensivklassen zur Integration durch Anschluss und Abschluss, auch kurz InteA genannt, basieren auf der Grundüberzeugung, dass das Erlernen der deutschen Sprache der Schlüssel für den Einstieg in eine Berufsausbildung und eine erfolgreiche Integration in unser Gesellschaftssystem darstellt. Deshalb ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache von Anfang an bei diesem Spracherwerb nachhaltig zu unterstützen. Dem, verehrte Kolleginnen und Kollegen, kann und will wohl keiner widersprechen. Das Hauptziel der InteA-Klassen ist daher folgerichtig der angestrebte Übergang in eine duale Berufsausbildung oder eine andere schulische oder außerschulische Anschlussmaßnahme. Ja, Herr Kollege Degen, Sie haben recht. Am Anfang stand in der Tat der Abschluss im Vordergrund. Unterstellen Sie einfach einmal der Landesregierung, dass sie auch landfähig ist. Die Bezeichnung Integration durch Anschluss und Abschluss ist deutlich schlüssiger als der von Ihnen verwendete Begriff Abschluss und Anschluss. Es ist nicht das Hauptziel von InteA, Schülerinnen und Schüler innerhalb von 2 Jahren für einen Abschluss sprachlich zu qualifizieren. Der Übergang in eine duale Ausbildung oder in andere schulische Bildungsgänge steht vielmehr im Vordergrund dieser Bildungsmaßnahme. Der Beginn einer dualen Ausbildung ist auch ohne Hauptschulabschluss möglich. Aus meiner Sicht ist viel entscheidender das Sprachdiplom, das erworben werden kann. Und mit einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung, Herr Kollege Degen, das wissen Sie auch, kann die Gleichwertigkeit des Abschlusszeugnisses der Berufsschule mit dem Hauptschulabschlusszeugnis bescheinigt werden. Zielgruppe
der bis zu zweijährigen InteA-Maßnahmen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sind berufsschulberechtigte Seitenanschlag ab dem 16. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Darüber hinaus werden im Rahmen des Hessischen Integrationsplans zur Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts freiwillig nicht berufsschulpflichtige Jugendliche ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres als Eintrittsalter mit einem Kontingent von 3.000 Plätzen in den TA zusätzlich aufgenommen. Die immens große und richtungsweisende Bedeutung dieser Bildungsmaßnahmen in TA spiegelt sich auch eindrucksvoll in der Entwicklung der Schülerzahlen wider. Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler stieg von 1.682 beim Start im September 2015 auf stolze 7.610 im Juli 2017. Aktuell befinden sich allerdings derzeit rund nur 6.200 Schüler in diesen Klassen. Jetzt könnte man fragen, wie kommt das? Das ist leicht zu erklären. Es ist nämlich erfreulich zu erklären, dass eine hohe Zahl an Übergängen aus InteA-Klassen in Schulformgruppen des Regelschulsystems im Schülerjahresbeginn 2017/18 zu vermelden ist. Und ich möchte an dieser Stelle ganz ausdrücklich, das muss man noch einmal wiederholen, mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die in den InteA-Klassen unterrichten. Die beruflichen Schulen selbst und gerade diese Kolleginnen und Kollegen haben Vorbildliches geleistet. Zahlreiche Qualifizierungsmaßnahmen wurden wahrgenommen, und die Lehrer dieser Maßnahmen leisten deutlich mehr, als sie eigentlich müssten. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass bei Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger unterschiedlichster Herkunft, Vorbildung und Sprachstände durch eine intensive Deutschförderung mit beruflichem Fachsprachenerwerb auf eine duale Ausbildung vorbereitet wurden. Und es besteht schon die Gefahr, Herr Kollege Degen, Sie haben das ja selbst mit angeführt, es war heute Morgen schon zu erkennen, dass man das Gefühl hat, dass bei all diesen großen Anfragen immer das Ziel war, wo kann man der Landesregierung eine mitgeben, wo kann man in den Krümmen suchen, kann Negativpünktchen finden. Aber denken Sie immer daran, dass Sie die Menschen mitstrafen, die unten vor Ort das Ganze leisten, und die leisten das vorbildlich, und die schütteln dann schon teilweise den Kopf, wenn sie das hören, was Politik hier über diese Maßnahmen von sich gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, während im ersten Jahr vor allem, wie bereits erwähnt, die Sprachförderung im Mittelpunkt steht, zielt das zweite Jahr auch auf eine mögliche Spezialisierung und Orientierung für die jeweiligen Berufsfelder ab. So lernen die Schülerinnen und Schüler bereits früh die verschiedenen Berufsfelder kennen, erlernen Fachbegriffe, Fingerfertigkeiten, Arbeitsmoral und Arbeitsvorschriften und bekommen eine Vorstellung über ihre eigenen Interessen, ihre Neigungen und ihre Fähigkeiten. Auch das, meine sehr geehrten Damen und Herren, verdeutlicht noch einmal das Hauptziel von der Maßnahme in TA. Die jungen Menschen sollen möglichst umgehend im Anschluss an die Maßnahme in eine möglichst duale Ausbildung eintreten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Aufnahme- und Beratungszentren der jeweiligen staatlichen Schulämter, die waren noch kein Gegenstand heute der Beratung, die mit rund 50 Stellen angemessen ausgestattet sind, übernehmen maßgeblich den Steuerungsprozess der Verteilung der Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger an die jeweilige Schule. Dadurch und durch eine monatliche, Herr Kollege Kreil ist nicht mehr da, durch eine monatliche Nachsteuerung ist gewährleistet, dass alle für die Maßnahmen in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler möglichst umgehend ohne große Wartezeiten in den TA aufgenommen werden können. Auch das monatliche Nachsteuern der erforderlichen Lehrerstellen ist ein ganz wichtiges und ein richtiges Instrument, das zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme führt. Flexibler, man möge es dem Kollegen Greilich mitteilen oder kann es nachlesen, flexibler wollte ich eigentlich jetzt sagen, Herr Kollege Greilich, flexibler kann man nicht reagieren. Maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung der InteA-Maßnahme trägt auch die angemessene, Herr Kollege Degen, angemessene sozialpädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler bei. Alle InteA-Klassen an den beruflichen Schulen haben den Anspruch auf eine sozialpädagogische Unterstützung, die gerade auch mit Blick auf die Lebensläufe der Schülerinnen und Schüler mehr als geboten erscheint. Und im Schuljahr 2017/2018 wurden jetzt durchgängig alle InteA-Klassen mit 0,2 sozialpädagogischen Stellen besetzt. Das war zuvor nicht der Fall.
was ein Finanzierungsvolumen von 12.000 € pro Jahr entspricht. Derzeit stehen insgesamt rund 80 dieser Stellen zur Verfügung. Die Anzahl der Stellen wird im Vergleich zum Kindermaßnahme mit Sicherheit auch natürlich aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen mehr als verdreifacht. Also auch hier ist Kritik nicht zwingend angebracht. Da ist eine angemessene Ausstattung vorhanden. Erwähnen möchte ich auch noch, dass zur beruflichen Erstorientierung mit Erlass vom 9. November 2016 die Durchführung eines Praktikums geregelt ist, sofern natürlich die entsprechenden Deutschkenntnisse vorhanden sind. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, aus meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit in den besonderen Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung an einer großen Berufsschule weiß ich, wie wichtig gerade diese Praktika sind. Sie sind ganz, ganz wichtig zum Erhalt einer Ausbildungsstelle. Die Verantwortlichen eines Betriebes lernen hier über einen längeren Zeitraum eine Person, eine Frau, einen Mann persönlich kennen. Und ich habe selbst erlebt, das hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu. Am Anfang war auch die Frage, kann ich mal ein Zeugnis sehen? Meine Antwort war dann, nee. Schauen Sie sich den jungen Mann an, die junge Frau an. Und siehe da, man hat erkannt, das Zeugnis ist gar nicht so elementar wichtig, sondern viel wichtiger ist, passt die Person in meinen Betrieb? Welche Neigungen, welche Fähigkeiten kann sie entwickeln? Ist sie pünktlich, diese ganzen Tugenden? Wie ist die Hilfsbereitschaft? Wie ist die Freundlichkeit? Gerade bei Servicetätigkeiten und. Das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn so ein Betrieb über Wochen hinweg einen jungen Mann, eine junge Frau kennenlernen kann und dementsprechend einschätzen kann, ob er für diese Ausbildung befähigt ist. Ein Zeugnis sagt da deutlich weniger aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei einer Anfrage mit 80 Fragen müsste man eigentlich hier eine Stunde Redezeit haben. Vielleicht wäre es auch sinnvoller, solche thematisch komplexen inhaltlichen Anfragen besser im Ausschuss zu behandeln. Und ich will aus dem Grund jetzt zum Schluss noch einmal feststellen, dass die Landesregierung, zumindest nach der Auffassung der CDU-Fraktion, frühzeitig reagiert hat, klug reagiert hat und vorausschauend reagiert hat, um eben diese Maßnahme eingerichtet hat, um den Migrantinnen und Migranten den Einstieg in das Berufsleben zu ermöglichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend feststellen, das schließt selbstverständlich nicht aus, dass eine regelmäßige Evaluation stattfinden muss und dass ein Nachsteuern dort erfolgt, wo es zur Optimierung der Maßnahme beiträgt. Und gerade, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, über eine Verlängerung der Praktika vielleicht noch einen Zeitraum dranzuhängen, mehr Möglichkeiten einer Langzeitpraktikumstätigkeit anzubieten, da sollte man es in aller Ruhe noch einmal überlegen, Herr Kultusminister. Denn da sehe ich den größten Sinn noch mit drin, wenn die jungen Menschen die sprachlichen Fähigkeiten erlangt haben, dass wir sie ganz, ganz schnell in die Betriebe bringen müssen. Vielen Dank.